Ihre Positionen bleiben Ihnen vollkommen unbewusst, aber sie müssen Ihnen unbewusst bleiben. Einerseits werden Sie aufeinander gehetzt durch konstruierte Idealbilder der einen und der anderen Seite. Denn solange Sie sich in die Haare kriegen, sind Sie besser beherrschbar. Und zweitens würden Sie Ihre primordialen Ersetzungsmachungs- und Wiedererstehungsaufgaben nicht vollziehen, wenn das nicht unbewusst bliebe. Wenn Sie also erkennten, wozu die eine Seite der Eucharontischen in ihrem Immanenz-Augenblicklichkeitspartikularismus zu dienen habe und die andere Seite der Acharontischen mit ihren idealtätischen Einfärbungsversuchen von etwas, das immer uneinhaltsam bleiben muss. Aber diese Dialektik selbst ist ins Werk zu setzen und daher darf sie nicht erkannt werden als jene, die eben ins Werk gesetzt werden muss, mit den Mitteln, sich dafür herzugeben, mit Haut und Haaren als körperliches Leben.